Herzlich willkommen zu der nächsten Folge von diesem Horror-Test-Reihe. Wir spielen heute SCP-087-B und ich bin heute nicht alleine da. Wir haben nämlich noch einen guten Kumpel von mir dabei, und zwar der Dynastion. Ja, hallo. Danke überhaupt, dass ich hier dabei sein kann. Ja, ich bin vom Channel Dimeblade Let's Play. Und ja, bin heute einfach mal hier zu Gast, um mitzukommentieren. Und vielleicht kommen dann auch noch mehrere Folgen, wo wir miteinander aufnehmen. Ja, das Spiel ist ziemlich dasselbe wie auch der erste Teil der SCP-Reihe. Wir sind in diesem Treppenhaus und müssen einfach nach unten gehen und schauen, was so auf uns zukommt. Und wir werden... Oh, da ist ein Fenster. Hallo. Und wir werden wohl alle paar Stockwerke abwechseln. Momentan bin ich noch am Spielen. Und ja, ich glaube, das Spiel wird schon sehr witzig. Mir kommen die alten Erinnerungen hoch. Das haben wir schon einmal zusammen gespielt. Haben da mit deiner Handykamera aufgenommen. Sind damals schon ein paar witzige Szenen zusammengekommen. Ja, damals weiß ich noch, wie ich zusammengezuckt bin und vom Stuhl gefallen. Ja, er ist schon ein Fan von Horrorspielen, unser Dynastion. Und das Witzige daran ist ja, dass du dich auch immer wieder erschreckst. Und es fängt schon an. Es fängt definitiv schon an. Verflucht! Wow, wir sind schon in der vierten Etage. Ich weiß gar nicht, was wäre eigentlich die letzte Etage? Das ist, glaube ich, immer unterschiedlich. Also, das ist auch wie der erste Teil, wo es keinen festen Ablauf gibt. Also, in dieser Etage passiert das. Es gibt nur noch ein paar Dinge, die passieren können, und wann sie passieren, weiß man nicht. Und ein großer Unterschied zum ersten Teil ist hier, dass man hier auch wirklich... dass es hier auch wirklich Gegner gibt. Das heißt, wenn nötig, müssen wir halt fliehen vor Gegnern. Und das war ja im ersten Teil nicht so, wo man einfach nur nach unten spazieren musste und halt es über sich ergehen lassen musste. Ja, ich weiß gar nicht, ob das bei B ist. Man kann doch auch noch so in Ballgruben hinein. Ja, das ist dieser Teil hier. Ja. Und da sollte man schon aufpassen, dass man nicht irgendwo runterfällt. Weil ja, eben, man kann hier... Hier gibt es mehrere Möglichkeiten, um zu sterben, nicht nur eine. Was war das? Verflucht, ich hab keine Ahnung. Naja. Irgendwie ist es so verschwommen, das ganze Bild. Positives Denken hilft jetzt bei mir nur noch. Positives Denken, so dass wir alle verrecken und so. genau so. Rechts und links. Rechts und links, rechts und links, rechts und links. Scheißegal, rechts. Geradeaus. Ja, okay. Können wir machen. Aber irgendwie ist das nicht so spannend. Ich nehme rechts. Aber schau auf den Boden, weil... Hier können Fallgruben... Ja, hier. Da war eine Fallgrube. Heißt, nicht so willenswert, da reinzufallen. Was eigentlich mal nice wäre, wäre eine SCP-Map. Aber mit Slender, also ja, mit Zeiten, und man wird dann verfolgt. Also so eine Art Labyrinth oder so. Ja, genau. Ja, da ist dann der Schreckensfaktor noch viel höher, weil man einfach eingeengt ist. Ja, aber was dann beschissen wäre, wenn man eine Seite übersieht beim Hinuntergehen, dann ist ja fast klar, dass man stirbt. Wenn man hochgeht, ist Slender ja eigentlich immer hinter einem. Ja, oder aber ich denke eben, dass die ganze Map ein Labyrinth wäre, wo man einfach hin und her gehen kann, und man muss halt die Seiten da wirklich suchen. Das gibt's, glaub ich, nicht. What the fuck? Klingt nicht so geil, muss ich leider sagen. So, wenn ihr jetzt meinen Gesichtsausdruck sehen könntet, wüsstet ihr jetzt, wie es mir geht. Ja, ich freue mich da wirklich schon auf die kommenden Sachen in diesem Spiel. Ich mich nicht. Ohne Schikane. Ui, schön genommen. Traumhaft, fast wie vorhin bei Gran Turismo. Da hab ich dich kaputt gemacht. Du bist ja nicht so der Konsolenzocker. Ich hasse Konsolen. Ja, ich hab bis jetzt auch nur PC-Let's Plays gemacht, oder? Ja, also ja, von uns besitzt auch niemand eine Konsole. Also ja, für die, die es nicht wissen,
ich habe meinen Channel, also unseren Channel, noch mit einem anderen Kumpel, Gesta. Der ist jetzt hier nicht dabei, aber den werdet ihr dann auch nochmal hören. Ja, wir sind eben, wie gesagt, gute Kumpels und ich höre da was atmen, das ist nicht so geil. Und wir werden deshalb sicherlich auch ab und zu Videos zusammen aufnehmen und so eine Art, ja, zusammen Videos machen. Genau. So Win-Win-Situation. Win-Win. Hab Win-Win. Win-Win. Springt da was für mich dabei raus? Oh! Ah! Geh zurück, geh zurück, geh zurück. Das sieht aus wie dein Fisch hinter uns. Ja. What the fuck, was war das? Der ist einfach weggegangen und der hat mich schon nice erschreckt. Ich finde, das Spiel ist eine Hammer-Story. Ich meine, für Kinder, die in den Keller müssen und dieses Spiel gespielt haben. Es gibt nichts Geileres, als im Dunkeln in den Keller zu laufen, Getränke zu holen und an SCP zu denken. Ja, das ist so das ähnliche Prinzip wie Nightmare on Elm Street, also wo dich der Killer in den Träumen killt und geh dann mal pennen, wenn du diesen Film gesehen hast. Es gibt Geileres. Kennt eigentlich jemand von euch den Film Insidious? Das würde mich noch wundern, weil... Insidious? Ja, oder Insidious, oder hast du ihn gesehen? Nein, aber ich glaube, ich weiß, welchen das du meinst. Verflucht, Alter, ich konnte eine Woche lang nicht schlafen. Mit diesen scheiß Geistern. Zum Beispiel eine Szene, alles ist ruhig, sie unterhalten sich am Tisch und plötzlich ist der Teufel, also ja, es sieht aus wie der Teufel, so ein Dämon, ist plötzlich hinter dem Kopf des Vaters. Aber nur die Großmutter sieht das und fängt total an zu schreien und du erschreckst dich einfach so, dass du selber volle Kanne mitschreist. So richtig die Spoiler hier in Swiss Help Games. Ja, tut mir leid, ja. Ja gut, ihr wisst ja nicht, wann diese Szene kommt und... Weißt du noch, von wo wir gekommen sind? Ja, ich glaube, hier hatte ich die Wahl, hier durchzugehen, aber ich habe dann Nein gesagt. Ja. Und jetzt geht's wieder runter. Warte. Hast du das Atmen? Ja, da atmet was. Und ich kann nicht mehr springen in diesem Spiel, das ist schade. Zurück. Was war das? Alter! Das ist eben genau das, was ich gemeint habe mit, man kann jederzeit verrecken. Oh, ich hasse dieses Spiel, ist so abartig. Nicht sehen. Ja, das ist schon nicht schlecht für die Pumpe. Alter. Vor allem so... Aus dem Nichts ist das jetzt gekommen, aus dem Nichts. Ja, eben, das ist ja das Geile daran. Man weiß nie, was passiert. Wenn man es erwartet, passiert nichts. Und wenn man es nicht erwartet, dann kommt es halt. Hast du das gesehen? Nein. Da was? Da waren zwei Augen, ich schwör's dir. Zwei Augen? Wo? Da. Nein. Im Bild waren zwei hellgelbe Augen. Okay. Hast du nichts gesehen? Das habe ich echt nicht gesehen. Alter, ich bin paranoia, aber ich schwör's dir, da waren Augen. Oh. Ja, jetzt habe ich noch mehr Bock, wenn ich schon Sachen sehe, die du nicht siehst. Da kommt wieder so ein Geländer. Und das Atmen. Nostalgiegefühle. Nostalgiega. Ich hasse es, die ganze Dunkelheit. Ich will an der Wand bleiben. Ja. Denn Dinge, die ich sehe, habe ich lieber als Dinge, die ich nicht sehe. Bist du dir ganz sicher? Ja, weil das, was ich mir vorstelle, ist immer schlimmer. Ja, okay. Aber sehr schöne Bautechnik. Ja, also der Architekt, schöner, der hat sich da wirklich... Aus dem 17. Jahrhundert. Das erkennt mein Auge. Mein Auge. Mein Auge will nicht auf den Bildschirm schauen, aber er muss. Er muss. Ja, er heißt... Fritz. Er heißt Fritz, dein Auge. Mein Auge ist Werner. Echt? Ey, weißt du, was ein arschgeiler Name wäre? Tom. Nein, Andi. Und zum Nachnamen dann Bar. Andi Bar. Oder Latte. Andi Latte. Andi Latte. Oder wenn Günther Jauch mit Vornamen Schnitt heißen würde, dann hätte er Schnittjauch. Okay, der ist geil. Eigentlich Fan von so schwarzen Witzen oder so. So schwarzer Humor. Auch ja. Ein bisschen auf Klischees. Ja, eigentlich schon. Viele Leute nerven sich. Einfach, nein, jetzt gerade nicht, aber. Ja, weg. Lauf!
Oh, was war das? Also eben, schwarzer Humor. Viele Leute nerven sich ja deswegen und finden das niveaulos. Entweder, solange man nicht ernsthaft das denkt, was man sagt, das ist okay. Aber einfach einen Humor machen, lachen ist gesund und deswegen finde ich es okay. Ich habe heute wahrscheinlich den dreckigsten Witz meines Lebens gelesen. Das ist immer schön. Nein, du erzählst ihn jetzt ja, nicht. Ja, das war mir eigentlich klar. Aber nur damit ich mich danach erinnere, ihn dir mitzuteilen, sobald wir dieses Video fertig gemacht haben. Angenommen, wir leben dann noch. Also, ich denke nicht, dass wir hier im virtuellen Leben noch leben, aber... Im Leben leben. Na, kann natürlich auch sein, dass das Spiel dich durch den Bildschirm heraus killt. Ja, klar. Gibt es eigentlich einen Film? Wie hieß dieser Film? Herr der Ringe. Was? Ja, du hast einen Film gesagt. Ach. Ich hab geratet. Ja, wo sie aus dem Fernseher kommt. Wo sie dich anruft und aus dem Fernseher kommt. The Ring. Ja, genau. Und da gibt es so ein geiles Bild. Sie ruft an. Und er weiß, was passiert. Dann stellt er seinen Flatscreen zuoberst auf ein Hochhaus. Genau so, dass wenn sie herauskommt, dass sie einfach runterfällt. Und dann kommt sie aus dem Fernseher rausgekrochen und fällt dann einfach das ganze verfluchte Haus herunter. Geil. Irgendwie zittern langsam meine Arme. Weil sie so dünn sind. Deine nicht? Nein. Hast du richtig fette Arme? Nicht fett, muskulöse, Mann. Ja, Ladies, ich bin hier der Muskelprotz. Ich hab bestimmt 3% Muskelanteil. So wie ein richtiger Hardcore-Gamer, wie ich das eben will. Ja, für Gamer ist das schon ordentlich. Ordentliche Leistung. Ja, Klischee-Time. Klischee-Time. Kennst du eigentlich das Lied Niggas in Paris? Ich will jetzt da keine Antwort geben, aber nein. Ich kenne den Film. Nein, bitte sing nicht. Ich kenne den Film dazu. Es gibt einen Film dazu? Ja, mit Paris Hilton und zwei anderen Typen. Du kannst dir mal vorstellen, was für ein Film. Ah. Wow. Was? Da waren deine Lieblingsaugen. Ah, Fritz und Werner. Fritz und Werner. Hallo. Hallo. Bin so einsam hier drin. Ah nein, eben nicht einsam. Es gibt ja immer noch die netten Augen und der Grinser. Der Grinser. Ja, der Grinser mit den Augen. Ist es eigentlich beim anderen SCP, wo man die andere Treppe hinuntergeht? Im so. Anderen gibt es einfach ein Treppenhaus mit Geländern, ja, und so. Genau. Ist da nicht einmal so eine Überraschung, die kommt, wo man nicht vorbeilaufen kann, so? Ja, die kann man aber im Gehen mit dem Bug, wenn man aufs, ja, Geländer. Weißt du noch, als ich das erste Mal das gespielt habe, haben du und ein Kollege von dir haben es nie geschafft und ich habe mich erschrocken. Drück auf Versehen. Du kanntest den Bug gar nicht, hast aber trotzdem geschafft, ihn zum Gehen. Ich habe mich einfach voll angeschissen, als es kam, und kam auf Versehen dann einfach auf Springen, weil ich wegspringen wollte, und sprang übers Geländer. Und so haben wir dann gemerkt, dass man so ihn umgehen kann. Ja, und dann geht das Spiel eben, glaube ich, unendlich lange. Aber das ist jetzt auch nicht so spannend, weil ein Horror-Game, in dem nichts passiert. Schon, das geht eigentlich auch. Ein Spiel, in dem gar nichts passiert und man erwartet immer was. Also ich finde, bei Slender, ja, mit der Zeit, du weißt eigentlich immer, was passiert. Er ist immer hinter dir. Und jetzt zum Beispiel bei SCP, da, ja, es ist abwechslungsreich. Also du weißt nicht, in welcher Etage welches Monster kommt und so. Ja, bei Slender ist einfach irgendwie, du erschreckst dich einfach, wenn er kommt. Wenn du zum Beispiel das erste Mal siehst bei einem Leben. Da ist wieder dieses schöne Atmen. Und der Slenderman bleibt aber immer dasselbe und er sieht eigentlich auch ganz schräg aus. Ich meine, der Slenderman einfach so ein dürres, langes Stück. Stück Scheiße! Ja, mit weißem Kopf. Ich finde den Slenderman sympathisch. Wer nicht. Er kommt nur, tötet dich. Verpiss dich dann wieder. Er tötet dich nicht, er streckt nur seine Fratze in den Bildschirm rein. Du weißt ja nicht, was da noch passiert. Vielleicht geht dann die Protagonistin und er einen Kaffee trinken und so. Und dann ist das der Anfang einer wunderschönen Liebesgeschichte. Ja. Ich bin immer positiv.
Du bist immer positiv. Auch bei HIV-Tests. Oh. Okay, der hat gesessen. Danke. 33. Schnapszahl. Oh Gott, Schnapszahl. Ich brauche jetzt einen. Ich hab's nicht so gemeint. Verpiss dich. Alter. Ich will nicht, dass es hell wird. Ins Hell. Was war das? Jetzt dreh dich um. Hau ab. Ich dreh mich sicherlich um. Scheiß auf Schnapszahl. Nee, die Schnapszahl ist lieb. Bist du da mir noch? Nein. Weißt du, was das Endlevel von dem ist? Die Endetage 666. Das wäre cool. Obwohl, das heißt, wenn wir jetzt bei 33 wären, hätten wir noch einen langen Tag vor uns. Naja, scheißegal. Ich stolziere einfach hier runter. In meinen Tod. Ich, ja. 34. 34. Umgekehrte Zahl von 43. Für die, die es nicht wussten. Ja. Wer wusste das nicht? Wer zu sagen? 35. Ich mach mal so eine Drehung. Yeah. Buja. Wir sind hier voll am Freestylen mit 360 Grad Drehungen und. Ah, zumindest schon sehr. Da ist was! Da ist was, Alter. Siehst du das? Das ist was Rotes. Dieses Dingsbums. Ja. Da ist was Rotes. Vielleicht eine Frau mit Lippenstift? Dann ist das ja was Positives. Ja, wie dein HIV-Test. Ja. Irgendwie ist das Bild jetzt gerade momentan sehr verschwommen. Irgendwie passiert da was. Ich wette mit euch, dass da was passiert. Ich habe eigentlich keinen Bock drauf. Was, du wolltest dieses Spiel jetzt spielen? Also du hast ja auch mit mir vorhin Slender gespielt. Ja, stimmt. Und auch bei Slender habe ich mich angepisst. Wie viele haben wir da geschafft? Wie viele Seiten? 4 oder 5. Und dann beim zweiten Versuch haben wir einfach in die Luft geschaut und gewartet, wie lange das es geht, bis er uns findet. Das Geile war... Nein! Nein! Also don't look at him. Ah, da ist ja gar nichts. Oh, what the fuck war das denn? LOL! Ich glaube nicht, dass wir da vorbeikommen, weil er ist da hinten. Da ist was Rotes. Ich glaube nicht, dass er da weggeht, aber ich weiß nicht, wie wir da vorbeikommen. Guck. Da ist das Rote, da ist definitiv was Rotes. Oder will nicht, dass wir ihn anschauen. Don't look at me! Du, wir machen einen Deal. Ich schau dich nicht an, dafür killst du mich nicht, ist gut? Okay, schau auf die Wand, schau auf die Wand. Ah, klappt ja. Ja, klappt ja prima. Wir haben Schnürchen. Ich hab mich gerade voll angeschissen. Ja, dann würde ich sagen, das war SCP-087B. Wir sehen uns dann noch später bei der Bewertung. Die werde ich aber alleine machen, weil ich dich nicht dabei haben will. Ja, ich gehe mir jetzt erstmal die Kacke aus den Hosen putzen. Ja, ich danke dir, dass du dabei warst. Ja, ich danke dir, dass ich dabei sein durfte. Und sag mal tschüss. Was? Sag mal tschüss. Sag mal tschüss. Gut, also. So, dann wären wir hier noch bei der Bewertung von SCP-087B. Der Dynastion ist leider nicht mehr da. Die Bewertung mache ich jetzt alleine. Da will ich mich jetzt noch einmal richtig aufs Spiel konzentrieren und einlassen und mal schauen, was da so zu holen ist für das Spiel. Und wir fangen wieder an mit dem Spiel. Und da muss ich sagen, gefällt mir die Idee nach wie vor sehr gut. Also die Idee mit dem Treppenhaus, mit dem Dunklen, wo es verschiedene Räume gibt und man weiß nicht, in welchem Raum was lauert. Es ist zwar genau dasselbe wie der erste Teil, also das SCP-087, aber es ist definitiv wesentlich besser gemacht, auch wesentlich gruseliger. Denn es gibt hier verschiedene Räume, also nicht jeder Raum ist genau gleich, das macht einem ein bisschen Angst, wenn ein neuer Raum kommt oder so. Zudem gibt es auch verschiedene Gegner oder Arten, wie man sterben kann. Das heißt, es ist nicht wie beim ersten Teil einfach so, dass man so lange runtergeht, bis man dann halt stirbt, sondern hier muss man echt ums Überleben kämpfen hier drin. Aber es gibt ja auch hier dann einen Endgegner, an dem man nicht vorbei
kommt, den haben wir auch gesehen, den Don't Look At Me Typ. Dann das Spiel ist wieder gratis, was auch positiv ist, weil man sich das einfach so runterladen und downloaden. Ja gut, das ist dasselbe. Aber wie auch immer, das kann man machen. Und das Einzige, was ich vielleicht sagen kann, wo negativ ist an diesem Spiel, dass es halt immer diese Treppen sind. Also wenn man das Spiel ein paar Mal gespielt hat, hat man nicht mehr so die großen Schocker wie beim ersten Mal. Aber ist definitiv ein sehr gutes Spiel. Mir gefällt es sehr, sehr gut, dieser zweite Teil. Und deswegen gebe ich dem Spiel 8 von 10 Punkten. Jetzt zum Grusel, zum Horror. Auch bei diesem Spiel ist die Atmosphäre einfach grandios. Man fühlt sich da so abgeschottet und ganz alleine in diesem Treppenhaus, wo alles dunkel ist. Man sieht nichts in der Dunkelheit, man schaut ganz genau auf den Bildschirm, um irgendwas zu erkennen, stellt sich da Sachen vor, die gar nicht da sind. Ist schon recht cool. Zudem ist es eben wieder besser als der erste Teil, was das Gruseln angeht. Beim ersten Teil waren da ja nur Schatten und ein bisschen Geräusche. Hier wird das alles nochmal schlimmer gemacht. Noch viel schlimmere Geräusche. Auch so Gegner, die dich eben töten können, wo du wirklich fliehen musst. Und eben die verschiedenen Gefahren auch, dass man auf den Boden schauen muss ab und zu wegen Falltreppen oder so. Das Einzige, was ich da sagen kann, das negativ ist, ist einfach, dass es immer das gleiche Motiv ist, Treppen. Aber ja gut, wenn man das zum ersten Mal oder zum zweiten Mal spielt, dann ist das immer noch sehr gruselig. Man merkt vielleicht mit der Zeit, was die Bossgegner sind, oh, da komme ich nicht vorbei und so weiter. Aber wenn da irgendwas passiert, so ein Schatten oder ein Gegner auf dich zukommt, dann erschreckst du dich schon meistens. Was man dann noch sagen könnte, ist, dass es einfach nichts gibt, das einem richtig voll erschreckt. Also das ist schwer zu machen im Spiel, das einem wirklich so sehr schockt, dass man da wirklich nicht mehr richtig einpennen kann. Das möchte ich nämlich wirklich mal spielen, so ein Spiel, so ein richtig, richtig gruseliges Spiel. Und das ist es einfach nicht. Aber da gibt es wahrscheinlich auch nicht viele Spiele, die gruseliger sind als dieses. Ich finde das nämlich sehr gelungen, was Horror angeht. Finde ich bis jetzt das Gruseligste, das wir bis jetzt gespielt haben. Und deswegen gibt es Spiel 8 von 10 Punkten. Deswegen ist es sowohl beim Spielauslauf, beim Horror mit 8 Punkten sehr gut bedient. Bis jetzt das beste Spiel, das wir gespielt haben. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser Testfolge oder bei diesem Review oder Let's Play oder was auch immer. Und macht's gut, auf Wiedersehen.